Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Wenn wir hier in den USA Seelen gewinnen gehen, dann treffen wir auch sehr viele Katholiken. Und wir erklären ihnen jedes Mal, dass sie nur an Jesus glauben müssen, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, dass es nicht von ihren Werken abhängt. Und du denkst dir vielleicht, aber Katholiken sind doch auch Christen. Und das Ding ist, in Deutschland sagen die meisten Katholiken, ja, ich bin Christ, aber hier in den USA sagen viele Katholiken, no, I'm Catholic, wenn wir sie fragen, ob sie Christen sind. Das Ding ist, dass Katholiken keine Christen sind, sie sind nicht gerettet. Ja, sie glauben zwar, dass Jesus für sie gestorben ist, dass er auferstanden ist, sie glauben somit die Kernpunkte des Evangeliums. Aber was du verstehen musst, ist, dass das Evangelium nicht nur in Anführungszeichen aus Jesu Kreuzigung, Begräbnis und Auferstehung besteht, sondern es besteht auch aus den anderen dazugehörigen Lehren, zum Beispiel aus der Rechtfertigung allein aus Gnade durch den Glauben. Und das ist eben, was Katholiken nicht glauben. Also ja, du kannst zwar sagen, aber sie glauben doch an Jesus. Aber das Ding ist, sie glauben nicht im biblischen Sinne an Jesus. Denn an Jesus zu glauben bedeutet, Jesus zu vertrauen. Beispiel, wenn ich dein Chef wäre auf Arbeit und ich würde dir sagen, ich gebe dir jetzt die und die Aufgabe, ich glaube an dich. Dann sage ich damit, ich vertraue dir. Also zu glauben bedeutet eigentlich zu vertrauen, besonders im biblischen Sinne. An Jesus zu glauben bedeutet, ihm zu vertrauen, ihm zu 100% zu vertrauen, dass du in den Himmel kommst, aufgrund dessen, was er für dich getan hat, dass er für dich gestorben ist, am Kreuz für deine Sünden bezahlt hat und auferstanden ist von den Toten. Die Bibel sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Katholiken glauben zwar an Jesus, aber sie glauben auch an sich selbst, dass sie sich taufen lassen müssen, gute Werke tun müssen, die 10 Gebote halten, die Sakramente tun müssen. Also glauben sie wirklich zu 100% an Jesus? Nein, sie glauben auch an sich selbst, an ihre eigenen guten Werke. Aber die Bibel sagt eben, nicht aus Werken. Ja, aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wir werden nicht aus unseren guten Werken gerettet, wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir irgendwie noch ein bisschen auf uns vertrauen, dass wir gute Werke tun, sondern wir werden dadurch gerettet, dass wir zu 100% Jesus vertrauen. Und die Bibel sagt in Römer Kapitel 11, Vers 6, wenn aber es Gnade ist, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Also du musst dich für eins entscheiden, es ist entweder Gnade oder Werke. Katholiken glauben auch an ihre Werke, sie glauben an die Gnade Gottes, aber eben auch an sich selbst, an ihre Werke. Aber dann ist die Gnade wertlos. Dann glauben sie eben nicht an Gnade, weil sie sich für eins entscheiden müssen. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Die Gnade, an die sie glauben, ist gar keine Gnade im biblischen Sinne. Gnade ist zu 100% kostenlos, hat nichts mit unseren Werken zu tun. Gnade bedeutet es unverdient. Wir haben es nicht verdient, durch unsere eigenen Werke in den Himmel zu kommen. Ich möchte, dass du dir aus dieser kurzen Folge mitnimmst, dass Glaube an Jesus Vertrauen bedeutet. Was bedeutet es, an das Evangelium zu glauben? Es bedeutet nicht nur, einfach den Fakt anzuerkennen, dass Jesus für dich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist, was in 1. Korinther Kapitel 15 am Anfang beschrieben wird, sondern es bedeutet eben, darauf zu vertrauen, allein darauf zu vertrauen. Wenn du nicht allein darauf vertraust, was Jesus für dich getan hat, dann vertraust du auf deine eigenen Werke, aber die Bibel sagt, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme.